Hallo, ich heiße Julia und präsentiere euch das verschwundene Zauberbuch. Die zwei Schwestern und das verlorene Zauberbuch. Eines Tages vor langer, langer Zeit lebten zwei Schwestern, Maya und Mira. Sie wohnten in einem riesigen Schloss mitten in einem kleinen Dorf namens Quatschiquatsch. Maya besaß ein mächtiges Zauberbuch. An einem sonnigen Morgen wachten die Schwestern auf und wollten gerade frühstücken gehen, doch Maya bemerkte, dass ihr Zauberbuch nicht mehr in ihrem Bücherregal stand. Hektisch suchte sie ihr Zauberbuch, aber fand es nirgendwo. Traurig verließen die Mädchen ihr Zimmer. Beim Frühstück unterhielten sie sich, wo das Buch sein könnte. Plötzlich fällten ihre ein, und wenn das Buch geklaut wurde? Die beiden schauten sich gegenseitig fassungslos an und wussten nicht mehr, was sie dazu sagen können. Auf der anderen Seite des Dorfes lebte eine alte Hexe mit einem riesigen Pickel auf der Nase, und deshalb wurde sie im ganzen Dorf Pickelpick genannt. Die Hexe lachte laut und schrie: "Endlich habe ich das Buch und werde die mächtigste Hexe der gesamten Welt!" Doch als Pickelpick versuchte, das Zauberbuch zu öffnen, bemerkte sie, dass das Buch verschlossen war. Verzweifelt versuchte die Hexe, das Buch aufzukriegen. Ihr gelang es aber nicht. Sie schmiss verärgert das Zauberbuch auf ihr staubigen Sofa. In derselben Zeit gingen Mira und Maya auf die Suche nach dem Zauberbuch. Sie fragten alle Dorfbewohner ab, ob sie ein goldrotes Buch gesehen haben. Eine ältere Dame erzählte, sie habe die Pickelpick-Hexe auf ihrem Besen fliegen gesehen. Und in der Hand hielt sie etwas Goldrotes. Maya fragte die Dame: "Wissen Sie, in welche Richtung sie geflogen ist?" Die Dame zeigte Richtung Wald und sagte: "Am Dorfrand lebten zwei Zwerge, Pick und Pack. Nur sie können euch sagen, wo Pickelpick zu finden ist." Aufgeregt rannten die Schwestern zum Häuschen der Zwergen. Dort angekommen fanden sie Pick im Garten Erdbeeren pflücken. Maya erzählte ihm alles und bat um Hilfe. Pick rief Pack in den Garten und fragte ihn, ob sie die beiden Schwestern zur Hexe begleiten können. "Selbstverständlich", sagte Pack. "Wir können doch nicht diese netten Mädchenlein zu dieser bösen Hexe schicken." Als sie bei Pickelpicks Haus angekommen waren, sahen sie die Hexe verärgert auf der Treppe sitzen. Sie sah ihren unerwarteten Besucher und wusste gleich, dass Maya gekommen ist, um ihr Buch zu holen. Plötzlich bekam sie eine Idee. "Ich könnte doch die Kinder ein wenig quälen, um wieder eine bessere Laune zu bekommen." Maya sagte: "Ich bin gekommen, um mein Zauberbuch wieder zu holen. Bei dir ist es sowieso nutzlos, denn das Buch dient nur seinem Besitzer." Pickelpick antwortete: "Wenn du das Buch wieder dabei haben willst, musst du und deine Begleiter zwei Aufgaben bestehen. Als erstes müsst ihr 30 Frösche am Teich küssen." Die beiden Zwerge fingen an zu lachen und sagten: "Es gibt nichts Leichteres als das." Pick pfiff ganz laut und plötzlich versammelten sich 30 Frösche und stellten sich in eine Reihe auf und bereiteten ihre schleimigen Lippen zum Küssen vor. Die Schwestern liebten sowieso Frösche und hatten überhaupt kein Problem, diese süßen Wesen zu küssen. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht begannen sie ihre Aufgabe zu erfüllen. Die Frösche bekamen rote Bäckchen und sprangen vergnügt zurück in ihren Teich. Die Hexe wurde rot vor Wut und fuhr mit der zweiten Aufgabe fort: "Ihr müsst 30 Äpfel in 15 Minuten essen." Die Mädchen hatten sowieso einen großen Hunger und verschlungen alle Äpfel sogar schon nach 10 Minuten. Pickelpick staunte und ärgerte sich, weil sie eigentlich dachte, dass sie eine gemeine Hexe war. Doch wie es sich herausgestellt hatte, war das doch nicht so. Sie gibt auf und gibt das Buch an Maya zurück. Zufrieden bedankten sich die Schwestern bei den Zwergen und fragten, was sie Gutes für ihre Hilfe tun können. Pick erzählte seufzend, dass sie nur einen einzigen Wunsch hatten: "Die böse Hexe hat uns vor 5 Jahren zu Zwergen verwandelt und wir sind die verlorenen Brüder vom Nachbarndorf." Fröhlich sagte Maya: "Da habe ich einen Spruch, der dir helfen könnte. Frösche küssen, Äpfel essen, Zauberei ist längst vergessen." Auf einmal standen vor den Mädchen zwei nette Jungen. Die Kinder gingen fröhlich jeder zu sich nach Hause und so wurden die vier zu besten Freunden. So lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage.